Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um das Thema der Tempel der Gottlosigkeit. Viele gehen ja davon aus, dass in der Endzeit in Jerusalem noch ein dritter Tempel gebaut werden würde von den Juden. Ich bin der Auffassung, dass das nirgendwo im Neuen Testament vorhergesagt wird, auch nicht im Alten Testament. Wenn Paulus von dem Tempel schreibt, dann sagt er immer, spricht er immer vom Tempel Gottes. Und der von den Juden geplante sogenannte dritte Tempel in Jerusalem ist nicht der Tempel Gottes, weil der nach einem alttestamentlichen Ritus geführt werden würde. Und zwar nach dem Ritus des aaronitisch-levitischen Priestertums, während wir im Neuen Testament bereits das Priestertum Melchisedeks haben, das Priestertum Jesu Christi. Dieser Tempel in Jerusalem, den die Juden planen, der würde also nach einer falschen Priesterordnung betrieben werden und ist von daher nicht der Tempel Gottes. Das letzte Opfer, was geopfert wurde für Sünden, ist das Opfer Jesu Christi auf Golgatha. Das ist allein gültig und ersetzt auch alle alttestamentlichen Opfer. Und wenn in Jerusalem ein Tempel gebaut wird nach dem alttestamentlichen Ritus, ist das nicht der Tempel Gottes. Wenn Paulus vom Tempel Gottes schreibt, dann meint er damit die Gemeinde Jesu Christi. Insofern, auch aus anderen Gründen noch, bin ich der Überzeugung, dass man davon nicht ausgehen kann, dass die Bibel für die Endzeit einen dritten jüdischen Tempel vorhersagt. Was sie aber sagt, ist, dass in Sinear der Gottlosigkeit ein Haus gebaut wird. Das ist eine Vision, das ist die siebte Vision, das siebte Nachtgesicht von Sacharja. Und er schreibt von einer Frau im Fass, im Eva. Das lese ich euch mal kurz vor. Da steht schon, dass ein Haus gebaut wird. Also wenn in Jerusalem oder in Israel, wo ich ausgehe, dass das Land Sinear eine Umschreibung ist für das Land Israel, wenn dort noch irgendein Gotteshaus gebaut wird, ist das ein Haus der Gottlosigkeit, ein Haus der Bosheit. Sacharja schreibt in Sacharja 5, Vers 5 und folgende: Und der Engel, der mit mir redete, ging heraus und sprach zu mir: Hebe deine Augen auf und siehe, was geht da heraus? Und ich sprach: Was ist's? Er aber sprach: Ein Eva geht heraus, und sprach: Das ist ihre Gestalt im ganzen Lande. Und siehe, es hob sich ein Zentner Blei, und da war ein Weib, das saß im Eva. Er aber sprach: Das ist die Gottlosigkeit. Und er warf sie in das Eva und warf den Klumpen Blei oben aufs Loch. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Weiber gingen heraus und hatten Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Storchflügel, und sie führten das Eva zwischen Erde und Himmel. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Wo führen die das Eva hin? Er aber sprach zu mir, dass ihm ein Haus gebaut würde im Land Sinear und bereitet, und es daselbst gesetzt werde auf seinen Boden. Ich hatte ja schon mal einen Clip gemacht mit der Frage, was das wohl zu bedeuten hätte. Und da waren einige sehr nah dran. Ja? Also die haben geschrieben, dass das fast ein Bild ist auf die Bundeslade und eine Art gottloser Bundeslade darstellt. Und genau das glaube ich auch, dass es das ist. Vers 5 steht: Und der Engel, der mit mir redete, ging heraus und sprach: Hebe deine Augen auf und siehe, was geht da heraus? Und ich sprach: Was ist's? Und er sprach: Ein Eva geht heraus. Ein Eva ist ein Getreidemaß mit ungefähr 22 bis 40 Litern, ein Hohlmaß, ein profanes Maß zum Messen von Getreide, eine Tonne aus Holz, etwas Profanes, etwas Billiges, also nichts Heiliges. Und der Engel sagte, er sprach: Das ist ihre Gestalt im ganzen Lande. Diese Gottlosigkeit, die im Eva ist, hat sich über das ganze Land verteilt. Das ganze Land ist gottlos geworden. Und so gottlos wie diese Frau da im Eva ist, so gottlos sieht es im ganzen Land Israel in der Endzeit aus. Sie existiert also im ganzen Land Israel. Das ganze Land ist gottlos geworden. Und siehe, es hob sich ein Zentner Blei. Das ist im Prinzip der Sühnedeckel oder besser der billige Verschluss der Bundeslade Gottes. Die originale Bundeslade hatte einen Sühnedeckel, der war aus getriebenem Gold, ein Stück Gold. Das ist ein Bild auf Jesus Christus.
Und die Bundeslade selber war aus Holz, aber die war mit feinem Gold vergoldet. Das ist ein Bild auf die Gemeinde Jesu Christi. Und in der originalen Bundeslade drin war Gottes Wort, so wie Gottes Wort auch in uns wohnt, in unseren Herzen wohnt. Und wie Jesus Christus das Wort Gottes selber war, so war auch in der Bundeslade drin, waren die 10 Gebote und das Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte. Der Stab Aarons, ein Bild auf Jesus Christus, der gegrünt hatte, ein grüner Zweig. Ja. Und das Manna auch ein Bild auf Gottes Wort, das vom Himmel herabkommt, um uns geistlich zu ernähren. Das war also etwas Feines, das war pures Gold. Ja. Hier sehen wir ein profanes altes Fass, ein profanes Getreidemaß mit einem Klumpen obendrauf aus Blei, billig, profan und ein Bild auf diese Minderwertigkeit dieser gottlosen Bundeslade. Der Sühnedeckel oder besser dieser billige Verschluss der Bundeslade der Gottlosigkeit ist aus Blei und nicht aus Gold, wie bei der originalen Bundeslade. Es ist nicht einmal ein richtiger Deckel, es ist nur ein Klumpen aus billigem Blei. Und da war ein Weib, das saß im Eva. Er aber sprach, das ist die Gottlosigkeit. In der Bundeslade der Gottlosigkeit, in der Bundeslade des Bösen, ist nicht das Wort Gottes wie in der echten Bundeslade, sondern in der Bundeslade der Gottlosigkeit sitzt eine Frau und der Engel sagt, das ist die Gottlosigkeit oder die Bosheit. Oder andere übersetzen auch, wie gesagt, übersetzen auch die Bosheit. Und er warf sie in das Eva, steht im Text, und warf den Klumpen Blei oben aufs Loch. Also man hört geradezu die tiefe Verachtung in den Versen. Ja, der Engel wirft diese böse, gottlose Frau ins Eva und er wirft voller Verachtung und nicht mit heiligem Respekt, sondern voller Verachtung diesen Klumpen Blei oben aufs Loch. Das ist nicht mal ein richtiger Deckel, der irgendwie getrieben oder geformt wäre in irgendeiner Art Gestalt, sondern einfach nur ein billiger Klumpen Blei. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, zwei Weiber gingen heraus und hatten Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügel wie Storchflügel. Jetzt kommen also zwei andere Frauen, die haben Flügel wie Storchflügel. Und der Storch ist laut dem Gesetz vom Sinai ein kultisch unreines Tier. Ihre Flügel bewegt der Wind. Oder eigentlich hatten sie einen Wind in ihren Flügeln, so sagt der Text. Im Hebräischen steht hier Ruach. Man kann das auch mit Hauch oder Geist übersetzen. Es ist dieser boshafte, gottlose Geist der Endzeit in den Flügeln der beiden Frauen, der heute schon über die Welt ausgegossen ist. Ich denke, wir spüren das mehr und mehr. Die Flügel der beiden Frauen, das Eva und die darin sitzende Gottlosigkeit werden also von diesem bösen Geist bewegt und getrieben und mit Storchenflügeln von einem unreinen Tier, kultisch unreinen Tier zwischen Himmel und Erde gebracht. Wir haben also hier so eine Art Dreierstruktur, drei verschiedene Persönlichkeiten, drei Frauen. Und fast möchte ich hier behaupten, dass da drei Endzeitpersönlichkeiten angedeutet werden, die von diesem bösen Geist getrieben werden, nämlich der Antichrist und der falsche Prophet. Die beiden bringen mit unreinen Storchenflügeln, mit einem bösen Geist, die Bosheit im Eva nach Israel, speziell nach Jerusalem. Und zwar wahrscheinlich in der Zeit, wo der Antichrist bzw. der falsche Prophet in Jerusalem für 5 Monate ein schreckliches und okkultes Regiment aufrichten werden, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Aber dazu gleich mehr. Diese beiden Frauen führten das Eva zwischen Erde und Himmel. Die Bundeslade der Gottlosigkeit, die wird also zwischen Himmel und Erde in die Luft geführt. Und der Geist, der die Flügel der beiden Frauen treibt, der herrscht über die Erde, aber und der herrscht über der Erde, aber unter dem Himmel, wie Paulus in Epheser 2, Vers 2 sagt, ihr wandeltet einst gemäß dem Herrscher des Reiches der Luft, des Geistes, der jetzt noch immer in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dann geht der Vers weiter in Vers 10, die Vision in Sacharja 5. Vers 10 steht, und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wo führen die das Eva hin? Er aber sprach zu mir, dass ihm ein Haus gebaut würde im Lande Sinea und bereitet, dass es da selbst gesetzt werde auf seinen Boden. Dieser Bundesleiter der Gottlosigkeit wird also tatsächlich ein Haus gebaut. Das ist ein Tempel, das ist ein gottesdienstlicher Tempel. Da kommt diese gottlose Bundeslade rein, dieses profane, billige Getreidemaß mit dem Klumpen Blei obendrauf, dem wird ein Haus gebaut.
und zwar im Lande Sinear. Sinear ist eigentlich ein Name für Babylon. Nebukadnezar brachte auch einen Teil der Tempelgeräte dorthin. In Daniel 1, Vers 1 steht, dass im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, Nebukadnezar kam, der König von Babel. Und er kam nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab einen Teil der Geräte des Gotteshauses in seine Gewalt. Und er verbrachte sie in das Land Sinear, in den Tempel seines Gottes. Dieses Land Sinear deute ich auf das endzeitliche Israel. Und die Bundeslade der Gottlosigkeit wird in Israel an ihren Ort in Jerusalem abgestellt. Jerusalem ist dann in der Zeit der großen endzeitlichen Verwüstung die Hure Babylon unter der Regierung des falschen Propheten. Dann werden Bosheit und Gottlosigkeit in Form der Bundeslade der Gottlosigkeit angebetet und verehrt werden. Dass das Land Sinear gleichbedeutend mit Israel sein soll, das klingt zunächst befremdlich. Aber auch Jerusalem wird in Offenbarung 11 als Sodom und Ägypten bezeichnet, was nicht minder verwunderlich sein sollte. Das hier ist also eine Beschreibung, von der ich glaube, dass die umschreibend ist für das Jerusalem der Endzeit, das als Sodom bezeichnet wird, als Ägypten bezeichnet wird, als Babylon bezeichnet wird, als Hure Babylon bezeichnet wird und damit auch als Sinear, das Land Sinear, wenn Israel komplett von Gott abgefallen ist und sich dem Antichristen und dem falschen Propheten unterwirft und teilhat an dessen, an deren okkulten, satanischen Praktiken. Das wäre also der einzige Vers in der Bibel, den ich nennen kann, der davon berichtet, dass dieser gottlosen Bundeslade ein Haus, ein Tempel tatsächlich gebaut werden wird. Der Vers sagt das eindeutig und definitiv, es wird ihm ein Haus gebaut im Land Sinear. Da gibt es also nichts dran zu deuten oder zu interpretieren. Es mag unter Umständen im übertragenen Sinn gemeint sein, da wir es hier mit der besonderen literarischen Form eines prophetischen Bildes zu tun haben. Aber dass es geschieht, ist unwidersprochen. Und klar sollte auch sein, dass es sich hier nicht um den Tempel Gottes handelt, von dem Paulus mehrfach schreibt. Das hier ist nicht der dritte jüdische Tempel, der nach alttestamentlichem Ritus betrieben werden wird. Das, was hier aufgerichtet wird, ist ein boshaftes Haus, ein schmutziges Haus der Gottlosigkeit mit einer schmutzigen, boshaften und gottlosen Bundeslade darin. Und es steht in direktem Kontrast zur allgemein verbreiteten Vorstellung, dass in Jerusalem in der Endzeit noch ein sogenannter dritter jüdischer Tempel buchstäblich und baukonstruktiv errichtet werden würde, in den sich der Antichrist setzen und anbeten lassen würde. Jetzt haben wir also eigentlich drei Arten von Tempeln für die Endzeit. Der erste ist der Tempel Gottes. Das ist der, den Paulus nennt und der, den Johannes auch nennt in Offenbarung 11. Das war während der letzten 2000 Jahre die Gemeinschaft aller wiedergeborenen Christen. Die waren dritter Tempel. Das war Tempel Gottes. Und auch der Leib eines wiedergeborenen Christen ist ein Tempel Gottes. Warum? Weil Gottes Geist in ihm wohnt und da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Deswegen ist auch jeder einzelne Christ ein Tempel Gottes. Und am Ende der Zeit wird es die Stadt Jerusalem sein. Wenn Jerusalem an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann ist Jerusalem auch ein Tempel Gottes, und zwar physisch und auch geistlich. Das ist also dieser Tempel Gottes, von dem Paulus schreibt, und eigentlich der dritte Tempel, der wahre dritte Tempel. Zweitens haben wir einen fiktiven sogenannten dritten Tempel, den die Juden zwar bauen wollen und von dem angeblich auch alle Bauteile und viele der Geräte fertiggestellt sein sollen, der allerdings weder im Alten Testament noch im Neuen Testament beschrieben oder vorhergesagt ist, sondern lediglich ein jüdischer Wunschtraum ist und nicht mehr. Drittens haben wir dann das Haus in Sinear, das hier beschrieben wird, dieses gottlose Haus im Land Sinear, das für die Bundeslade der Gottlosigkeit errichtet wird und in dem die Bundeslade der Gottlosigkeit an die für sie bestimmte Stelle gesetzt wird. Also drei Tempel für die Endzeit. Einmal die Gemeinde Jesu Christi, speziell dann in der Ausprägung, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Dann einmal den sogenannten fiktiven dritten Tempel der Juden, den die Juden planen, aber der nirgendwo in der Bibel vorhergesagt ist. Und als drittes dieses Haus in Sinear, was wir hier in Sacharja 5 beschrieben finden. Wir tun hier also einen Blick in die finstere Zukunft der Endzeit, in eine Zeit, in der dieses gottlose Haus, dieser gottlose Tempel der Finsternis gebaut wird, mit dieser finsteren
gottlosen Bundeslade. Wir schauen in eine Zeit, die die finsterste, dunkelste, gottloseste und böseste der Weltgeschichte sein wird. Das passt nicht zum allgemein kolportierten Bild von einem im Nahen Osten göttlich bewahrten Volk Israel als dem Volk Gottes. Natürlich sammelt Gott dort Israel, aber er sammelt Israel zum Gericht. So wie Jesus sagt in Lukas 21, Vers 23, es wird eine große Not auf Erden sein und ein Zorn über dieses Volk. Viele deuten die Endzeitreden Jesu in weiten Teilen auf die Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Aber das greift zu kurz. Denn im Jahr 70 nach Christus gab es keine Wiedergeburt der Stadt Jerusalems. Eine Wiedergeburt der Stadt Jerusalems fand 40 Jahre vorher zu Pfingsten statt, aber nicht 70 nach Christus. Eine solche Wiedergeburt Jerusalems wird sich also erst in der Endzeit wiederholen. Und in jenen Tagen wird ein Zorn sein über sein Volk, weil es noch immer nicht an Jesus Christus als den Messias glaubt. Deswegen steht auch hier, es wird ein Zorn sein über dieses Volk. Nicht ein Zorn sein über mein Volk, nicht ein Zorn sein über Gottes Volk. Es wird ein Zorn sein über dieses Volk, sagt Jesus. Es ist nicht sein Volk, es ist nicht Gottes Volk und es ist auch nicht das Volk Jesu Christi. Aber wann genau wird dieser Bundeslade der Gottlosigkeit ein gottloses Haus in einem gottlosen Jerusalem gebaut werden? Dann, wenn der Antichrist oder genauer gesagt der falsche Prophet für 5 Monate lang in Jerusalem seine okkult grausame Herrschaft ausübt. Diese 5 Monate schließen sich unmittelbar an die Tötung des wiedergeborenen Überrestes in Jerusalem an, der genau in der Mitte der Jahrwoche stattfinden wird. Denn in der Mitte der Jahrwoche wird der Antichrist Jerusalem erobern und den Gräuel der Verwüstung dort anrichten, indem er alle Menschen, die sich dann in Jerusalem aufhalten und an Jesus Christus glauben, töten wird. Er tötet quasi die Priesterschaft im Tempel Gottes in Jerusalem. Und dann wird in Jerusalem diese Bundeslade der Gottlosigkeit aufgestellt auf ihren Boden, in einem Haus, was in Jerusalem errichtet wird. Das wird aber wahrscheinlich ein genauso nachlässig und gottlos und billig errichtetes Haus sein, wie diese gottlose Bundeslade auch ist, mit einem billigen Klumpen Blei und einem profanen, nicht vergoldeten Getreidemaß. Wenn der Antichrist die Priesterschaft im Tempel Gottes tötet, dann werden ihre Leichen unbegraben auf den Straßen der Stadt liegen. Das steht in Offenbarung 11. Und der falsche Prophet wird in Jerusalem einziehen und für 5 Monate dort okkulte Zeichen und Wunder tun und sich in finsterster und bislang nicht gekannter okkulter Weise dort ausleben. Das ist die Zeit, wenn das Fass mit der Gottlosigkeit darin in ihr Haus, in ihr Tempelgebäude in Jerusalem einziehen wird. Jerusalem ist dann geistlich Sodom und Ägypten, wie in Offenbarung 11 steht. Es ist geistlich im Land Sinea, im gottlosen Land Israel. Das ist der einzige Tempel, das einzige Haus, von dem die Bibel für die Endzeit in Jerusalem spricht, das dort konstruktiv errichtet werden würde. Das, was wir hier lesen, ist etwas sehr Erschreckendes für die Endzeit. Es ist ein erschreckendes Ergebnis und es widerspricht diametral der idealisierenden Israels und Endzeitsicht, die landläufig vertreten wird. Israel wird auseinanderbrechen in 2 Teile. Es wird einen nördlichen Teil geben, der mit dem Antichristen in einen Bund eintritt, und zwar für 7 Jahre. Diese Koalition greift sehr schnell den Süden Israels an und belagert Jerusalem. Dann kommt die Tochter Zion in Wehen, in Geburtswehen, und sie wird gebären. Das heißt, die ganze Stadt Jerusalem und die wenigen darin eingeschlossenen Menschen werden sich zu Jesus Christus bekehren an einem Tag. Die werden dann 1260 Tage lang das Evangelium Jesu Christi in großer Kraft aus der Stadt Jerusalem verkündigen, sodass es die ganze Welt sehen und hören wird als letztes großes, brennendes Zeugnis des Evangeliums für eine sterbende Welt. Die dann wiedergeboren sind das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, wie in Sacharja 12 steht. Da steht aber: über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen haben,
und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Dieser Geist Gottes, der über sie ausgegossen wird, sodass sie den sehen, in den sie gestochen haben, das betrifft nicht ganz Israel. Das betrifft nur das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Denen ist das verheißen, der Stadt Jerusalem, und nicht dem ganzen Volk Israel, so wie das oftmals gesagt wird. Diese beiden, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, die werden in Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommen in der letzten Zeit. Und die verkündigen 1260 Tage lang das Evangelium Jesu Christi. Das sind auch die beiden Zeugen, so unglaublich das vielleicht auch klingt, für die, die die Clips bisher nicht angesehen haben. Wenn die ihren Dienst beendet haben, dann werden diese wiedergeborenen Menschen, die werden dann vom Antichrist getötet, und zwar in der Mitte der Jahrwoche. Dann folgt die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, und das wird eine schrecklich finstere Zeit sein, in der der Gottlosigkeit ein Haus, ein Tempel gebaut werden wird in Jerusalem, und zwar ab der Mitte der 70. Jahrwoche. Das ist es, was Sacharja 5 für die Endzeit ankündigt. Wir werden in ferner oder naher Zukunft sehen, dass sich im Nahen Osten diese Entwicklungen abspielen werden, die eins zu eins dem Bild der antiken biblischen Welt entsprechen. Wer die Bibel und ihre Geschichte kennt, der kennt auch die Zukunft Israels und Jerusalems. Das Römische Reich, das für die Endzeit immer erwartet wird, bricht gerade vor unseren Augen in sich zusammen, und wir sind mittendrin. Die einzige Hoffnung, die wir haben in dieser Zeit, in der wir heute leben, ist Jesus Christus. Und deswegen ist es angezeigt, je länger, je mehr, dass wir umkehren zu Jesus Christus und ihm unsere Schuld bekennen und ihm unser Leben übergeben. Das ist die große Hoffnung, die wir haben. Keine politischen Führer dieser Welt und auch sonst keine Dinge, die wir uns in der Welt erhoffen, von der Wirtschaft oder vom Geld, ja, was auch immer wir da nehmen wollen, wo man seine Hoffnung reinsetzt. Die einzige Hoffnung, die wir Menschen haben, ist der Glaube an Jesus Christus. Die, die an Jesus Christus glauben, müssen sich darauf einstellen, dass noch schwierigere Zeiten kommen werden. Ja, die kommen ohnehin über die Welt, aber vielleicht die, die an Jesus Christus glauben, die haben nochmal eine Sonderposition, weil die Lehre des Evangeliums, die wird auch immer mehr angefochten werden von diesem bösen Geist, der hier ausgegossen wird, wie in Sacharja 5 auch geschrieben steht, dass er die Flügel bewegt, ja, dieser beiden Frauen, diese Storchenflügel, die sie haben. Dieser Geist, der ist schon ausgegossen. Wir spüren den Widerstand auch mehr und mehr. Da müssen wir uns drauf einstellen. Aber die Hoffnung in Jesus Christus haben wir, und die bleibt auch. Und er wird auch kommen. Und über dieses ganze Wirrwarr, was wir sehen, da sagt Jesus auch, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ja? Das gibt uns Mut, das gibt uns Kraft, das gibt uns eine gewisse Sicherheit und eine große Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi. Und das lässt uns unser Alltagsleben auch meistern und vernünftig leben und auch Mut geben, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die in uns ist. Ja? Dazu wünsche ich euch alles Gute, Gottes Segen. Freue mich, dass viele hier teilgenommen haben an der Fragestellung, was ist das für eine Bundeslade, die man da sieht in Sacharja 5. Ich freue mich immer wieder, wie genau Gottes Wort ist, ja, und wie vielfältig das die Endzeit auch beschreibt und wie sich so viele Bibelstellen plötzlich öffnen und wie die verstehen können durch Gottes Gnade. Euch alles Gute, Gottes Segen, und bis bald.